So, herzlich willkommen zurück zu Mein Klon Singleplayer Let's Play. Oder so. Ja, übrigens, keine Ahnung, was mich da gerade letzte Folge geritten hat. Die Aussage mit, ich weiß ja nicht, ob ich 2 oder 4 Folgen pro Tag aufnehme, ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ich hatte es ja bereits angekündigt, dass es 4 Folgen werden. Naja. Genau. So, das heißt, kommen wir hier mal schlafen. Es ist ja dunkel hier. Und morgen, guten Morgen, liebe Kinder, seid ihr auch schon alle wach? So. Ja. Welch schöner Morgen. Wo ist denn hier überhaupt so? Ach, müsste die Sonne weg. Ach, das ist natürlich blöd. Es wäre natürlich schöner, wenn die Sonne auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite untergehen würde. Ist jetzt natürlich nicht der Fall, weil die Sonne sehen können wir sowieso nicht sehen, weil da Wald ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Na gut, wenigstens haben wir schon Sonnenuntergang. Easy. So, was machen wir heute? Also zuallererst würde ich mal sagen, wir räumen die Kiste aus und verfrachten die nach drin. Alternativ können wir uns aber auch mal ein bisschen auf die Suche machen, weil ich würde halt gerne hier auch ein paar Felder machen, ne? Eigentlich könnten wir auch hier ein paar Felder machen. Hier haben wir so eine schöne große Fläche. Wo sich die Frage stellt, warum eigentlich nicht? Die Frage ist nur, wie kriege ich das Wasser von da hier hin? Weil wir haben ja noch keinen Eimer. Und wir werden so schnell wahrscheinlich noch keinen Eimer bekommen. Weil wir Arsche sind. Gut, das heißt, zuallererst ein paar Tiere rumbringen. Dann hier drinne Kisten aufstellen. Oder eine Kiste erstmal. Direkt hier hinter die Tür. Habe ich natürlich nicht dabei. Weil auch die Frage ist, ob ich die Kiste wirklich hier aufstelle oder nicht sinnvoll ist, die Kisten hier aufzustellen. Weil die würden halt 2 Kisten wunderbar hinpassen. Komm, doch, ich stelle hier hin. So, dann laden wir hier erstmal das ganze Grümpel ab. Dann nehmen wir noch die andere Kisten und dann, genau, haben wir es soweit. Passt sogar, sehr schön. So, haben wir direkt schon im Eingangsbereich für die Kisten. Geil, läuft doch. So, das heißt, hier kommen alle blockartigen Gegenstände rein. Und in der anderen Kiste kommt alles rein, was nicht blockartig ist. So. Ja, Werkzeuganlage ist natürlich eine schlechte Idee. Weil die kann man halt nicht decken. Aber gut, ganz ehrlich. Fuck off. So. Easy. So. Achso, siehst du? Der Ofen muss dann noch weg. Und ganz ehrlich, bei dem Oh, da war noch was drin. Whoopsili. Bei dem Ofen wäre halt auch die Frage, wo wir den hin? Wo wir den hinstellen, weil hier draufstellen ist natürlich so eine semi-gute Idee. Muss ich mal echt überlegen. Wisst ihr was? Machen wir anders. Du kommst mal hier rein. Und darüber kommt der Ofen. Dann wird das Ganze hier so wie in der Fenster eingemauert wäre, was aber auch irgendwie scheiße aussieht.
Nee, komm. Der Wolf kommt direkt bei der Tür hin. So. Easy. Perfekt. So, das hier lassen wir uns so komplett frei. Haben wir hier so eine schöne Arbeitsfläche. Sehr schön. Okay. Ob das wirklich so gut aussieht, ich weiß nicht. Oder lassen wir es einfach so hier. Was? Wisst ihr was? Nehmen wir hier weg. Ups, das sieht hier einfach zu scheiße aus. Hier passt das Ding einfach besser hin. Ja, machen wir genauso. Okay, das heißt, was ich jetzt suchen möchte, ist schon mal alles, was wir brauchen, um später erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben. Das heißt zum einen Gras, ne, aus dem wir diese komischen Dinger bekommen. Achso, ne, natürlich nicht direkt hier, direkt wo wir sind, dann verschandeln wir hier unsere Umgebung. So, vor allen Dingen aber suchen wegen Kartoffeln und Möhren. Aber dazu brauchen wir ja irgendwie Küsten, oder? Dann müssen Zombies umbringen. So, das heißt, wir versuchen uns mal hier ein bisschen, ne, so durch die Gegend, durch die, ach du Kacke, wo geht's aber tief runter. Was tue ich hier gerade? Oh! Das fragen sich die Tiere wahrscheinlich auch. Habe ich überhaupt was so? Ich habe nichts mitgenommen zum Wiederhochbaggern. Oh, Eisen? Oh. Ich habe Eisen gefunden. Oh, Schnauze, Alter. Ich brauche bloß noch einmal Eisen. Mist. Zweimal Eisen ist natürlich einmal Eisen zu wenig für einen Eimer. Boah, ich dachte schon, mein Schicksal hat mich lieb und ich kriege direkt ne, alles, was ich brauche, um Eimer zu bauen. Aber leider nicht. So, allerdings ist das hier der V6 Map Gen und es ist mein Klon. Das heißt, wir haben manchmal auch direkt im Wasser einfach mal Eisen. Oh. Oh, ja, siehst du? Komm mal, der tritt hier. Alter, man kann hier nichts abbauen. Das ist doch bekloppt. So. Man fällt halt doch einfach immer schon so schnell. Du kannst nichts bauen. Wenn du im Wasser bist. Das ist schlimm. Das ist echt deprimierend. So, raus hier. Ja, gut. Aber doch ein Eimer. Na, easy. Brauchen wir, wie gesagt, nur noch ein paar Säpfle. Ja, genau, doch. Paar Samen. Ich meine, mit Kartoffeln und Gurken können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Da müssen wir erstmal welche finden. Aber halt zumindest so. Normales Getreide. Oh, hier ist auch schon wieder eine Höhle. Sehr schön. Ah, vielleicht ein bisschen dunkel. Ach, denn ist unsere Basis. Wollte gerade fragen. Alter, der Enderman ist ja einfach immer noch. Warum wirft denn der nicht rum? Haben die das Laufen verlernt oder was? Siehst du, wo wir gerade schon mal sind?
Wie sieht's aus mit Kakao? A, gibt es hier welches? Und B, brauchen wir auch noch Dschungelholz, um selber anzupflanzen. Auch, oh Gott. Hä? Ist nicht gerade dunkler geworden oder einfach nur, weil es hier gerade so schattig ist? Ich hätte gerade schwören können, dass es dunkler geworden ist. Also wirklich mit einem Mal, so dieses typische. Ne, es wird Nacht. Hier stirbt gerade ein Baum. Wassermelone. Wir sind gerettet. Unser Hunger hat ein Ende. Yay. Sogar gleich... Ach man, ernsthaft jetzt hier? Sogar gleich eine ganze. Sehr schön. Gut, brauchen wir bloß noch ein bisschen Holz. Da können wir hier gleich was. Der steht hier so schön alleine. Genau das, was man braucht. Easy. Perfekt. Haben wir auch Sapling bekommen? Ja, 12 Stück. So, ist hier noch ein Alleinstehender? Ja, da hinten ist noch einer. Das ist sogar ein Doppelter. Schön. Kriegen wir auch nochmal schön Holz. Weil wir brauchen, wie gesagt, Alleinstehende, weil ne, im großen Dschungel, wenn ich da einen fälle, dann fälle ich gleich den gesamten Wald. Und ich meine, ist zum Glück nicht so schlimm wie bei meinem Test, weil bei meinem Test die Bäume, wenn man da, das ist ja gleich komplett. Wobei sind doch diese Mindtest-Bäume, diese typischen Mindtest-Dinger. Eben ist doch V6 Map Gen. Ja, eben, genau. Da müssen wir nämlich aufpassen, weil da hat nämlich hinten auch im Wald ja schon gesehen, wie da alle Bäume unten rum direkt miteinander verbunden sind. Und wenn man da einen Baum fällt, dann fällt man einfach den gesamten Wald. Easy. Oh, Alter, ich würde echt gerne mal gucken, wie es aussieht, wenn man so eine Mod hat, der wirklich alles mit einmal fällt. Und wenn man so einen großen Wald hat, wo alles miteinander verbunden ist und dann ein Klick und boom, dann fällt der gesamte Wald. Wie so ein Zauberspruch. Avada Kedavra, Waldo Vecco. Bumm. Wald weg. Das wäre natürlich richtig, richtig nice. So, wir haben 10 Saplings, können wir uns nämlich einen großen Baum pflanzen. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Geil. Sehr schön. So, sehr gut. Oh, immer noch ein Sapling. Sehr gut. Okay, da würde ich mal sagen, wie gesagt, dann holen wir hier noch ein bisschen Gras. Heizt sich das Gras aber auch ist, Alter, da kommt ja kaum was raus. Hallo? Danke. Okay, wird das mal reichen. Dann wieder ab zurück zu unserer Basis. Müssen wir jetzt gucken, wo wir diesen schönen großen Baum pflanzen, weil da vorne ist ja eigentlich kein Dschungelbereich. Das heißt, der große Dschungelbaum wäre da vielleicht sogar schon viel platziert. Deswegen müssen wir genau gucken, wo wir das Ding hinpflanzen. Damit das nicht aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Das wäre schade drum. Ich meine, gut, du kannst mir das Ding immerhin abholzen, dann haben wir auf jeden Fall nie wieder ein Holzproblem. Aber ich hätte halt doch schon gerne einen Baum, der auch ne, einfach so schön als Zierde, also ne, einfach so schön ist. Zum Beispiel hier oben auf dem Berg drauf. Wäre das eine gute Idee?
Auf jeden Fall würde man den hier halt gut sehen. Na gut, wir jetzt nicht unbedingt, weil die Sichtachse ist, ich sage mal, verdeckt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen den echt hier irgendwo hinstellen. Aber wisst ihr was, komm. Hier ist ein schöner Vorsprung, dann machen wir den genau hier hin. So. Einmal Dübel. Dankeschön. So, so richtig schön hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also quasi 1, 2, 3, 4, 5. So auf der Höhe und dann auch hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also genau hier hin. Perfekt. Schon haben wir da so einen richtig schönen großen Baum, der auch nicht viel platziert aussieht oder ähnliches. So. Was wir zuallererst mal machen, ist, ja, sagen Sie schon, mein Herr, was wollen Sie denn? Wo ist denn Fleisch? Warte bitte. So. Wir packen dich mal dahin. Dann kommst du da rein und danach kommen wir nämlich gleich noch das ganze Fleisch damit einschmelzen. Mensch, das dauert aber, ey. Also diese Schmelze ist echt wesentlich langsamer, als das unter meint ist. Das ist ja... Oh. Wenn man sich daran jetzt mal gewöhnt hat, dann ist das von Minecraft immer so ultra langsam. Ach, naja. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Perfekt. Eisen. Oh, guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Apropos. Na gut, dann wäre jetzt die Sonne weg. Deswegen warte ich damit mal, bis die Sonne auch wirklich weg ist. Ach was, nee, komm, lass mal. Ja, wie gesagt, die Skybox-Mod habe ich ja auch drauf. Einfach, weil ich ja alle Mods drauf habe, die ich irgendwie wo... halt, was mache ich denn da? Ich muss erstmal den Eimer machen, hier. Ich wollte schon Wasser holen, ja. Andererseits, ich lasse das Ding erstmal zu und schlafe erstmal eine Nacht drüber. Können wir morgen früh in aller Ruhe machen. Ich habe die Tür aufgelassen. Oh mein Gott! Schnell zu machen. Bam, easy. So. Gut, was wir brauchen ist folgendes. Hier brauchen wir eine Fläche von, ich sag mal, 6x6 Feldern. Achso, ich bin ja bescheuert, nee. Wir brauchen nur hier Wasser. Die 6x6 Felder müssen wir hier, hier oben einfach nur noch bearbeiten. Ist ja... Was? Achso. Rechtsklick. Alter, draus kommt die Sonne auch gerade raus. Jetzt ist hier los. So, das heißt, jetzt kommt die Erde wieder rein. Jetzt brauchen wir noch eine Hoe. Da haben wir natürlich noch keine. Ist aber nicht weiter wild, dann machen wir schnell eine. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. So, so. Was? Oh. So. Sehr schön. So. Da ist die Mitte. Jetzt ist die Frage, machen wir das Feld 6x6 oder 8x8 groß? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt nur 6x6. Hä? Aber da ist doch Wasser drunter.
Ach nee, ne? Jetzt sag mir bitte nicht, dass mein Klon so ist, dass das Wasser wirklich auf der gleichen Ebene sein muss. Okay. So viel dann zu dem Thema. Dann kann das darunter natürlich alles. Ja. Sehr schön. Das ist natürlich wunderbar. Gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir das Wasser hier hin. Weiß ich aber nicht, wie weit das Wasser reicht unter meinem Klon. Vier oder drei Felder. Ich mach mal hier sicherheitshalber so. Wenn wir sehen. Ja, okay. Also es reicht vier Felder. Gut. Dann ist das doch zumindest schon mal eine Ansage. So. Okay. So. Sehr schön. Ja, easy. So, damit das Ganze noch ein bisschen realistischer aussieht, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich mache hier so eine Art Brunnen hin. Das funktioniert? Nee. Weg mit dir. Wenn ich jetzt so mache. Würde es dann funktionieren? Auch nicht. Das ist natürlich traurig. Ah, gut, kriegen wir aber schon hin. Einfach nur so, damit es halt aussieht, wie als wenn das Wasser von unten kommen würde, wisst ihr? Damit es so ein bisschen Realitätsfaktor hat. So, easy. Wir können ja hier sogar aufmachen. Ach, hier geht's. Sehr schön. Jetzt wird das Wasser hier quasi hochgepumpt. Und dann können wir rein theoretisch sogar noch sagen, okay, damit das Ganze noch realistischer wird, können wir jetzt auf der gleichen Ebene Oh. So.
Ah, sieht ja nicht gut aus. Ja, danke dafür. Ah, was tue ich hier gerade? Du bitte. Da. So. Ich möchte sterben. So. Jetzt haben wir hier quasi so ein kleines Pumpwerk. Hier zieht der Wasser an und drückt es hier hoch. Und schon haben wir hier oben so eine kleine Abbewässerung. Ist doch gar nicht mal, aua, so schlecht. Mann, scheiß Dinger hier. Was ist hier los mit euch? So, feiert. Easy. So, wie viel Sapling haben wir denn? 18. Okay, da kriegt sogar schon. Perfekt. Gutchen. Dann würde ich mal sagen, so, haben wir schon mal ein kleines, schönes, süßes Feld. Und dann schätze ich mal, machen wir mal morgen um die Zeit dann einfach weiter. Easy. Na gut. Dann würde ich mal sorgen. Ciao mit V.